Am späten Nachmittag kam es im Beckumer Feld zu einem Flächenbrand eines abgeernteten Feldes in der Nähe der Windräder. Der Brand hat dort Stroh auf einer Fläche von rund 2500 Quadratmetern. Im Einsatz waren rund 95 Einsatzkräfte. Nahezu alle Löschgruppen aus dem gesamten Stadtgebiet von Balve wurden alarmiert. Zusätzlich wurde das große Löschfahrzeug aus Affeln mit Wasserwerfer angefordert. Nach der ersten Einsatzerkundung habe dann die Einsatzleitung entschieden, zwei zusätzliche Tanklöschfahrzeuge von der Feuerwehr Menden zu alarmieren, so Wehrleiter Frank Busche. Nachdem die Fläche komplett abgelöscht war, haben Landwirte die verbrannte Fläche umgepflügt. Der Einsatz der Feuerwehr war nach etwa 1,5 Stunden beendet. Als Brandursache wird eine weggeworfene Zigarettenkippe vermutet.